Wenn wir es nicht mit den Finanzmärkten zu tun hätten, sondern mit der Juristerei, dann könnte man vielleicht formulieren, das war unterlassene Hilfeleistung. Und zwar vom Fed-Chef Jerome Powell, denn die Märkte hatten sich ganz klar erwartet, sag etwas zu dem Anstieg der Renditen und sorge dafür, dass dieser Anstieg nicht weitergeht. Aber dann kam der Auftritt von Jerome. Hier in diesem Forum des Wall Street Journal war nicht öffentlich zugänglich, musste man also praktisch hinter eine Paywall kommen, sei es drum. Jedenfalls ist da sehr, sehr wenig passiert. Paul hat im Grunde das wiederholt, was er schon länger sagt. Ja, die Inflation wird temporär ein bisschen anziehen, aber die deflationären Kräfte sind sehr stark. Das wird also nur mal ein bisschen anziehen und dann wieder zurückgehen. Und solange jetzt die Finanzierungskonditionen nicht deutlich schlechter werden, da sind wir entspannt, da sind wir geduldig. Und das war sozusagen die Hauptmessage. Wir sind stark, wir sind unabhängig, wir haben die Dinge im Griff, aber die große Frage ist, ist das wirklich so? Und da gibt es doch den ein oder anderen Zweifel. Jerome Powell hat im Grunde, wie ich das hier in diesem Artikel auf Finanzmarktwelt heute versucht habe zu skizzieren, vier Möglichkeiten. Die erste, er sagt gar nichts. Bingo, das ist dann das, was passiert ist. Die zweite war die sogenannte Verlängerung der sogenannten Supplementary Leverage Ratio. Das ist etwas, was sich heute Morgen schon gezeigt hat. Das ist im Grunde ein Tool gewesen, das die Fed vor einem Jahr eingeführt hat und jetzt im April eben diesen Jahres ausläuft, weil es eine Laufzeit von einem Jahr hat. Dieses Tool erlaubte den Banken, etwas weniger Eigenkapital vorhalten zu müssen für die Assets, die man in der Bilanz hat. Da konnte man zum Beispiel sagen, oh, Staatsanleihen, das ist ja eigentlich kein Risiko, das nehmen wir jetzt einfach mal raus, das rechnen wir nicht mit zu den Assets, die eine Bank in ihrer Bilanz hat, und dementsprechend sanken die Eigenkapitalanforderungen, dadurch wurde Liquidität für die Banken frei. Ziel war damals natürlich zu sagen, okay, dann könnt ihr mehr an die Wirtschaft pumpen, könnt Unternehmen mehr Kredit geben, aber all das ist ja kein Problem mehr eigentlich, also normalerweise müsste dieses Programm jetzt aufhören. Und man hatte eigentlich gedacht, okay, das wird er mindestens sagen. Das ist das, was mindestens zu erwarten ist, dass Paul sagt, ja, wir werden das verlängern. Das wird also so bleiben, statt eben jetzt im April auszulaufen. Und das hat auch gefehlt. Und wenn wir jetzt hier wieder zurückkommen zu den Möglichkeiten, wie gesagt, erste Möglichkeit, er sagt gar nichts, das ist dann passiert. Zweite Möglichkeit, die Verlängerung eben dieser Supplementary Leverage Ratio. Die dritte Möglichkeit, Operation Twist, also der Kauf länger laufender Anleihen im Austausch gegen den Verkauf kürzer laufenden Anleihen, um damit eben die Rendite der länger laufenden Anleihen zu drücken. Das ist auch nicht passiert. Und dann die sogenannte nukleare Option, die sogenannte Yield Curve Control, also die Deckelung der Renditen. Und da war Paul auch sehr, sehr weit entfernt. Also er hat die Möglichkeit Nummer 1 gewählt und das kann richtig teuer werden. Denn das wird Konsequenzen haben. Das hatten wir schon gesehen. Deswegen hier mal dieses Statement von Forex Live. No help, no hints at help. Also nicht keine Hilfe, nicht mal eine Andeutung, dass eine Hilfe geleistet werden könnte. Deswegen habe ich den Titel Unterlassene Hilfeleistung auch gewählt. Und jetzt sehen wir die Reaktion. Die Renditen der 10-jährigen Staatsanleihe steigen weiter auf 1,544%. Dabei gab es eigentlich eine sehr, sehr gute Chance. Der Markt steht ganz, ganz short in diesen Staatsanleihen. Mithin wettet man also auf steigende Renditen. Das hätte ein richtiges Massaker geben können, einen richtigen Squeeze geben können und die Renditen wären nach unten gekommen, wenn der Pauli etwas gesagt hätte, hat er aber nicht. Und jetzt sagt der Anleihemarkt zu Jerome Powell, I am the one who knocks. Wir sind diejenigen, die jetzt das Steuer übernehmen. Und eins ist ziemlich klar, die Märkte, und das hatte ich schon öfter gesagt, die Märkte werden, und das ist eine alte Boomer-Erfahrung, da muss man schon über 327 Jahre alt werden, um das so ein bisschen aus der Vergangenheit als Muster zu erkennen. Da ist es eben so, dass die Märkte jetzt natürlich die Fed austesten werden. Man wird gucken, wo ist die Schmerzgrenze der Fed? Jetzt hat der Paul signalisiert, ja, die ist noch lange nicht erreicht. Also werden die Märkte weitermachen, bis die Schmerzgrenze erreicht ist. Und das heißt wahrscheinlich weiter steigende Renditen. Und das heißt auf der anderen Seite eben auch Schwierigkeiten für die Aktienmärkte, solange da keine Intervention kommt. Aber es gibt auch andere Schwierigkeiten. Und das sind hier die Entwicklungen am Repo-Markt. Wir haben gesehen, dass die 10-Year-Overnight-Rates
am Repo-Markt auf minus 4% gefallen sind. Und wir erinnern uns, der Repo-Markt war schon im September 2019 ein richtiges Problem. Was bedeutet das, dass die Repo-Rates auf minus 4% gefallen sind? Das bedeutet, am Repo-Markt wird ja im Prinzip Geld ausgeliehen gegen die Sicherheit einer Staatsanleihe. Also zum Beispiel ein Hedgefonds oder eine Bank hat Staatsanleihen im Depot, hinterlegt die bei der Fed als Sicherheit und bekommt dafür Geld. Jetzt ist es aber so, dass derjenige, der also das Geld dann ausgeliehen hat gegen die Sicherheit einer Staatsanleihe, faktisch dann minus 4% Zinsen gezahlt hat. Das heißt, der hatte einen Negativzins. Und das ist natürlich etwas, was eigentlich an diesem Markt nicht funktionieren kann, zumindest nicht auf Dauer funktionieren kann. Das liegt einfach daran, dass niemand diese Staatsanleihen wirklich will, sondern alle sagen, hey, die Renditen werden steigen, also verkaufe ich lieber diese Staatsanleihen. Alle gehen also davon aus, dass die Inflationserwartungen letztendlich dafür sorgen, dass dann die Renditen steigen müssen. Und es gibt ja viele Indikationen, dass die Renditen viel höher sein müssten angesichts der zu erwartenden Inflation, die kommen wird. Wir dürften im April vielleicht den ersten Hochpunkt sehen oder vielleicht schon den Hochpunkt sehen mit Inflationsraten, zumindest in den USA, von 3, bis 4, irgendwas Prozent. Also das könnte richtig knifflig werden. Und genau das sagen uns ja die Anleiherenditen, die sind zu niedrig, sagt uns der Anleihemarkt, deswegen wollen wir nach oben. Und die Fed sagt, ja, ist ja kein Problem, das machen wir schon so. Und wir sehen hier, die Volatilität an den US-Bondmärkten ist maßgeblich gestiegen. Und Volatilität an den Bondmärkten heißt Volatilität an den Aktienmärkten und heißt vor allem Schwäche bei Tech-Werten. Und wir sehen hier einen Kommentar von Fred Hickey, der sagt, die Fed sollte nicht diese Yield Curve Control implementieren. Es gibt ja viele Nachteile bei dieser Geschichte, aber sie haben eben leider kein Rückgrat. So let's get it over with. Stop pretending they're in control. Und genau das ist das, was heute Jerome Powell versucht hat zu signalisieren. Wir haben die Dinge unter Kontrolle. Ja, wenn die Inflation ein bisschen ansteigt, dann haben wir halt die Tools, die Instrumente und dann schaffen wir das. Und der Markt wird der Fed sagen, da sind wir uns aber nicht so sicher, dass du wirklich die Kontrolle hast. So, jetzt werden Stock Markets have its hissy fit, so the Fed is forced to intervene. Also die Fed wird irgendwann intervenieren müssen. There should be no confidence in these clowns. Es sollte kein Vertrauen in diese Clowns geben. Und früher oder später werden sie dann doch die nukleare Option ziehen müssen, nämlich diese Yield Curve Control. Also es ist eine Art Kontrollillusion möglicherweise, die hier der Fall ist bei der Fed und bei Jerome Powell. Die glauben, die Dinge im Griff zu haben. Und der Markt sagt, nein, ihr habt die Dinge nicht im Griff und wir werden euch zeigen, dass ihr sie nicht im Griff habt. Und ihr werdet dann gezwungen sein, einen großen Joker zu ziehen, praktisch euer Ass aus dem Ärmel zu holen und vorher hören wir nicht auf, euch zu triezen. Das ist die Botschaft. Und Leidtragender dieses Triezens, wenn die Renditen steigen, ist der Tech-Sektor. Hier sehen wir mal einen Vergleich zwischen Tech und Energy. Also dieser Sektor, der jetzt aufgrund dieser Inflationserwartungen so besonders gut läuft, sinnfreierweise by the way, denn on the long run sind steigende Renditen schlecht für den Energiesektor, aber egal. Jedenfalls sehen wir jetzt das Auseinanderdriften hier zwischen Tech und der Energie seit November, also seit diese Impfstoffgeschichte da ist, so stark wie seit 20 Jahren nicht mehr. Und jetzt sind 60% aller Nasdaq-Werte schon im Korrekturmodus, sind also 10% mindestens gefallen von ihrem letzten Hoch. Das ist eine erstaunliche Entwicklung und hier die günstigste, die preiswerteste Aktie der Welt. Tesla heute auch wieder über 6% im Minus. Das wird Cathie Wood besonders freuen, die ja sowohl Bitcoin als auch Tesla massiv gekauft hat, vor allem Tesla nochmal stark nachgekauft hat. Wir sehen, es fällt dann alles an den Märkten. Charts übrigens von Capital.com. Ich bin froh, dass ich die Gelegenheit habe, das nochmal zu erwähnen, meine Damen und Herren. Aber jetzt ist es raus. Wir sehen Gold unter Druck, 1700. Das geht also auch nach unten. Und wir sehen auch Bitcoin geht nach unten, da im Bereich 48.000. Da waren wir 10.000 Dollar höher noch gewesen. Also entweder steigt alles oder es fällt halt alles. Das Einzige, was jetzt wirklich steigt, das sind die Renditen. Von wegen der Rendite und die geht nach oben. Und nach meiner Auffassung ist bei allen Rücksetzern, die da drin sind, der Markt schlichtweg bereit und willig, jetzt, nachdem die Fed unterlassene Hilfeleistung betrieben hat, eben zu sagen, okay, wo ist deine Schmerzgrenze? Wir führen dich dahin, wo deine Grenze ist. Früher oder später wird diese Grenze erreicht werden. Die Frage ist nur, wie schnell. Und erst wenn die Fed zuckt, dann wird wirklich Bewegung in die Märkte kommen. Abschließend noch eine nicht so schöne Tatsache. Wir sehen das erste Mal seit 6 Wochen, dass die Corona-Fälle in Europa wieder nach oben gehen. Vor allem Italien ist hier stark betroffen.
Und das bedeutet, dass ja diese ganze Inflationserwartung etc. möglicherweise vielleicht ein bisschen verfrüht ist, wenn eben diese Mutationen verhindern, dass A, vielleicht bestimmte Impfungen auch gegen diese Mutationen wirken, das ist teilweise noch unklar, aber vor allem, dass eine Herdenimmunität nicht entstehen kann, weil eben diese Mutationen anders gelagert sind. So oder so, jetzt wird es richtig tricky, jetzt wird es richtig spannend. Wir sehen jetzt ein weites weißes Feld vor uns. Es wird also jetzt darauf ankommen, wann die Fed zuckt. Die Märkte werden nach meiner Auffassung keine Ruhe geben, bis gezuckt wird. Und das ist genau das Problem. Das hätte man vielleicht anders lösen müssen. War das ein Fehler von Jerome Powell? Vielleicht, ich meine ja, angesichts der Logik der Märkte, Finanzmärkte, die so heftig verschuldet sind, und es sind ja alle Sektoren im Grunde so heftig verschuldet, das ist schon quietscht, die können eben steigende Kapitalmarktzinsen, nicht Leitzinsen, Kapitalmarktzinsen, und mit denen haben wir es da zu tun, nicht vertragen. Und genau deswegen ist der Schmerz da, deswegen ist der Schmerz jetzt groß und der Schmerz wird noch größer werden, bis die Fed zuckt. Das ist sozusagen das Resümee des heutigen Abends. Morgen der Videoausblick, bin gespannt, wie die Märkte jetzt weiter reagieren. Das Marktgeflüster morgen dann etwas früher, weil das Leben ist anstrengend und ich brauche da mal eine kleine Abwechslung durch eine Entfernung meines Heimatortes oder meine physische Entfernung. Ich entferne mich also praktisch von dem Heimatort. Ja, und das war jetzt im Prinzip ein bisschen so ausgedrückt, wie der Jerome Powell halt ein bisschen um den heißen Brei reden, rumeiern. Also es war Rumgeeiere, meine Damen und Herren. Vielleicht kann ich das abschließend so klar formulieren. Ja? Also ich wünsche jetzt einen schönen Feierabend. Servus, ciao.